Das sind die Highlights der Römerstrom Gladiators im Game Report, präsentiert von Möbel Ermann. Drittes Heimspiel für die Römerstrom Gladiators, die Mission klar, man will die Heimfestung SWT Arena verteidigen, den dritten Sieg im dritten Heimspiel einfahren gegen die Lions aus Karlsruhe. Gute Stimmung im Stimmungszentrum Block O, es kann also reingehen in diese Partie gegen die Lions aus Karlsruhe. Die Römerstrom Gladiators bemüht in dieser Partie Mike Zirbis näher am Korb anzuspielen, als das zuletzt in Hagen gelungen war. Hier geht's gut, die ersten Punkte vom Trierer Big Man. Römerstrom Gladiators konzentriert von Beginn an. Sie nutzen den Platz. Hier setzt Moritz Grimmer ein erstes dickes Ausrufezeichen in der Anfangsphase dieser Partie. Trier sehr fokussiert mit gutem Start. Aber die Gäste haben auch sehr viel Potenzial im Kader. Hier schöne Ballstaffette. Sean Williams, der Ex-BBL-Profi aus Würzburg, übrigens erstmals mit dabei bei den Gästen. Hier nach dem Pass von Dibber. Schönes Zusammenspiel. Jostmann mit einfachen Zähnen. Weiterhin die Römerstrom Gladiators in knapper Führung. Auch jetzt tougher Fadeaway erneut von Moritz Grimmer. 6 Punkte von ihm im ersten Viertel. Auch hier ist er aufmerksam mit den Händen dazwischen. Stil und einfache Punkte zur 8-Punkte-Führung für die Römerstrom Gladiators. Zum Ende des ersten Viertels sieht so aus, als würde Trier mehr und mehr das Spiel in der Hand haben. Aber da ist ja noch der Topscorer der Liga, Bakari Dibber. 22 Punkte im Schnitt, wohlgemerkt bisher mit dem Saisonstart. Und jetzt wacht er plötzlich auf. 4 Punkte in Serie. Mal mit einem Dank ein Ausrufezeichen gesetzt. Ja, die Lions, die können die Krallen ausfahren und kämpfen sich rein in diese Partie. Die Gäste legen nach mit dem Ex-Gladiator, mit Garay Zeeb, der jetzt die Fäden als Spielmacher in Karlsruhe in der Hand hält und an alter Wirkungsstritte ein gutes Spiel macht. Hier für 3 erfolgreich. Ein 8:0 auf der Gäste. Auffällig in der Partie die Rebound-Überlegenheit der Römerstrom Gladiators. Bacak erneut als Second Chance Point erfolgreich. 49:29 das Rebound-Verhältnis in der Partie. Trier allein mit 17 Offensiv-Rebounds. Und da sind sie, die ersten Punkte von O'Shawn Williams, dem Ex-BBL-Spieler. Noch mit konditionellem Rückstand, aber der wird ein richtig guter noch in dieser Saison für Karlsruhe. Ein richtig guter Rollenspieler ist Julian Albus mit seiner Stärke von außen für 3 erfolgreich. Es ist im zweiten Viertel ein offener Schlagabtausch auf hohem Niveau in der SWT-Arena. Auch wenn beide Teams sich viele Fehler und Turnover leisten, dann liegt das aber auch oft an der starken Defensive auf beiden Seiten. Hier mal 2 erfolgreiche Dreier der Trierer, ungewöhnlich in dieser Partie. Erst Braves, dann Jack Charlie, nur 3 erfolgreich im ganzen Spiel. Dafür klappt es aber inside. Was für ein Assist, No-Look von Graves auf Marco Hollersbach. Ein starkes Spiel beider Mannschaften. Karlsruhe bleibt dran mit dem starken Lechlon Dant, der gerade in der zweiten Halbzeit dann auch noch ein überragendes Spiel machen sollte. Mit Abstand bester Löwe in dieser Partie. Karlsruhe packen oftmals in diesem Spiel die Ganzfeldpresse aus. Hat hier immer dann, wenn Graves nicht spielt, Probleme mit. Wenn er da ist, kann er eben das mit seinem Tempo auch selbst gut ausnutzen. Hier wird Graves wunderbar gefunden von Mike Zirbis. Trier kommt also gut aus der Kabine, kann die 7 Punkte Halbzeitführung weiter ausbauen. Welcher Mjagdjali kriegt hier zu viel Platz mit dem einfachen Zug zum Korb. Es geht positiv weiter aus Trierer Sicht. Gute Ballbewegung. JJ Mann mit dem 3. erfolgreichen Dreier der Partie. Leider sollte es auch der letzte sein. 3 von 27, nur 11%. Die Quote von außen der Korb aus Trierer Sicht wie vernagelt. Und auch in der Defensive packt Trier jetzt richtig zu. Erst Moritz Grimmer mit dem spektakulären Block und dann auch Mike Zirbis gegen den Topscorer der Liga, gegen Dibber, mit dem defensiven Highlight. Aber ich habe ihn schon erwähnt. Lechlen Dance hat was dagegen, dass Trier hier immer weiter davonzieht. 16 Punkte war mal die Führung. Jetzt übernimmt der neue Guard der Lions. Und wie? Mit wichtigen Akzenten, mit allem, was er drauf hat. Zug zum Korb, and one, Dreier, alles drin. Er führt Karlsruhe quasi im Alleingang wieder rein in dieses Spiel. Und dann hat Garay Zeeb natürlich auch den Turbo. Solche Drives, die kennen wir. Wunderschöne Up-and-Under-Korbleger vom Point Guard der Karlsruhe. Williams wieder, denn der hat natürlich jetzt Selbstvertrauen. Es ist zum Ende des dritten Viertels.
wieder ein offenes Basketballspiel. Trier hat es schon mit 16 Punkten geführt. Rein ins letzte Viertel. Clay Giosse, überhaupt noch kein Faktor in dieser Partie. Das ist sein erster Feldkorb. In der ersten Halbzeit gab es nur 2 Freiwürfe. Jetzt pusht er sich die 2500 Fans und sein Team immer wieder. Clay Giosse bringt den Karlsruher Headcoach, bringt Cepanovic zur Verzweiflung. Denn wir sonst mit der Antwort. Ein Wahnsinns-Basketballspiel, ein Fight, den die Lions da liefern. Respekt dafür. Ja, auch die mitgereisten Fans, die geben alles für ihr Team. Garayze mit dem nächsten Dribble, mit dem nächsten Drive, mit den nächsten Punkten. 2 Minuten vor Schluss, wieder mal so ein Run. Wieder mal das Herz der Löwen, die sich wieder reinkämpfen. Trier auch mit viel zu vielen Ballverlusten, 21 Turnover im ganzen Spiel. Dipper macht die Punkte, ist sonst schwach an diesem Tag, nur 7 Punkte. Aber jetzt gilt's, es wird tatsächlich ein Nailbiter in der Arena. Trier, Krümmer mit dem Offensiv-Rebound, sorgt wieder für die Punkte und die Führung. 23,6 Sekunden vor Schluss. Hochspannung in der Arena Trier. Und da ist der Stil. Das ist die Vorentscheidung. Da ist Clay Giosse, der sich belohnt für eine überragende zweite Hälfte mit dieser Defensivaktion. Clay macht 10 seiner 12 Punkte allein im letzten Viertel. Und bedanken können sich die Trierer auch bei ihm, bei Martin Linzen. Wahnsinnig treffsicher an der Freiwurflinie. 13 Treffer bei 14 Versuchen. Er macht alle Punkte an der Freiwurflinie und sichert Trier den Sieg. Auch wenn Zeb da nochmal am Ende den Treffer setzt. 73:71. Sieg Trier gegen Karlsruhe. War das ein harter Fight. Aber verdient können sich die Jungs von ihren Fans feiern lassen. Martin Linzen. Ja, man darf nicht vergessen, das ist ein starkes Team. Die haben 20 Punkte auch in Dresden wieder gut gemacht. Ja, starke Liga. Müssen wir uns ein bisschen mehr konzentrieren am Ende. Aber ja, Schritt für Schritt nach vorne gehen. Wir wachsen als Team noch zusammen und wird langsam. Ja, super geil. Also ich meine, man hört es ja gerade vielleicht, aber die haben uns am Ende so gepusht. Die letzten Punkte, es war so laut hier drin, also krasse Unterstützung. Und wer gemeinsam kämpft, der darf auch gemeinsam feiern. Schönes Bild, die Humba der Mannschaft mitten in den Fans von Block O. Das kann gerne öfter so sein. Hoffentlich dann auch morgen schon beim nächsten Heimspiel. Stellt auch der Blick auf die Topscorer. Linzen und Jagdschali mit 13, Giosse mit 12, Graves mit 11 und Grimmer mit Double-Double, 10 Punkte und 10 Rebounds. Ich hoffe, wir sehen uns alle morgen. Sprungball 17 Uhr gegen BBL-Absteiger Bayreuth.